Schrump. Hey Leute, Jeremy Fragrance hier. Ich werde heute Beatrice Egli treffen. Interessanterweise ist es so, dass die Beatrice nicht weiß, dass ich hier bin. Und wir gucken mal, wie das sein wird, wie sie darauf reagieren wird. Hi! Grüß dich! Oh, okay! Du bist crazy! Power! Hey, freut mich. Zwei emotionale Menschen treffen aufeinander auf dem Schrottplatz, merke ich gerade, oder Autofriedhof eher. Und wir werden unsere Emotionen freilassen. Egli extrem bedeutet, ich weiß nicht, wo wir uns treffen und ich weiß nicht, wen ich treffe. Jeremy, es hat mich jetzt sehr gefreut, dass du es bist. Danke. Ich habe ein bisschen manchmal was mitgekriegt auf Social Media von dir, dass du ein crazy Typ bist. Ja. Dachte immer, was für ein verrückter Typ. Und wir waren gerade zusammen auf dem Autofriedhof und haben einen kleinen Twingo die Scheibe ausgeschlagen. Und dir ist ganz heiß, unserem Popo. Ich finde es lustig, ja. Ja, wir sitzen gerade in einem Lastwagen. Genau. Es ist kalt, aber wir haben es uns gemütlich gemacht. Tja. Du bist bekannt für deine super Wissen über Düfte. Und du bist bekannt als echt crazy Typ, ja. Du hast bestimmt noch nicht gefrühstückt, oder? Doch. Ich gehe doch nicht ohne Essen aus dem Haus, sonst fresse ich dich gleich auf. Sag mal, was sind deine drei Lieblingsmahlzeiten, spontan gesagt? Ich brauche nur eine. Ich fange einmal am Tag an und höre nicht auf zu essen. Was denn? Ja, alles. Aber was sind so typische Dinger, die du gerne isst? So Spaghetti Bolognese oder Frikadellen oder was ist es? Ich wüsste gerne, was du gerne isst. Ich esse. Also musst du dir vorstellen, meine Eltern haben eine Catering-Firma. Ah, das ist ja krass. So, und das heißt, ich bin mit Essen groß geworden. Ich liebe wirklich Vorspeise, Hauptgang, Nachtisch und dann gerne wieder von vorne anfangen. Okay. So, also ich bin das pure Gegenteil von dir, weil ich habe mal mitbekommen, dass du gar nicht viel isst. Wie nennt man das? Ich bin crazy. Nur so ein Ei am Tag oder? Ach, ich bin ja Blatt crazy. Blatt Papier oder? Ich bin ja jemand, der keinerlei Drogen zu sich nimmt. Kenne ich, nehme ich auch keine außer Schlager. Und das Einzige, womit man mich kriegen kann, ist mit Essen. Und viele, die mit Fitness und Diät schon mal ausprobiert haben oder mal 9 Tage nichts gegessen haben und dann Feuer frei haben, dann ist auch Feuer frei. Und wenn ich habe dann auch schon mal 2 Kilo Datteln ungefähr gegessen. 2 Kilo. Am Tag? 2 Kilo Datteln ungefähr. Das ist viel. Das sind viele Datteln. Hast du da nicht einen Zuckerschock? Weil die haben ja, sind ja wahnsinnig. Ich bin ja crazy. Du machst alles, was du machst, extrem. Ja, korrekt? Weil, guck mal, wir konkurrieren ja mit Leuten wie Justin Bieber um Aufmerksamkeit auf TikTok und so. Und die Leute gucken dich, wenn du extrem crazy, wie als hättest du Drogen genommen. Ich nehme keine. Oder extrem in die andere Richtung, weil Mittel ist so Mittel. It's boring. Und dann sind es eben so Dinge wie, wenn ich lange nichts esse und weiß, dass ich gleich 50 Datteln essen darf, dann ist auf einmal eine Energie in meinem Gesicht, die so sehr vor Freude dankbar. Und dann habe ich auch manchmal eine so gechillte Energie. Aber warum machst du das? Weil wenn du willst immer du nur Aufmerksamkeit auf Social Media oder willst du dich besser kennenlernen? Weil wenn dabei du nur den einen Knopf drückst, immer nur Beatrice Egli, immer das Gleiche. Dann sagst du, oh Scheiße, ich muss immer wieder diesen Knopf drücken, ich habe keinen Bock drauf. Und ich habe meinen natürlichen Biorhythmus ein bisschen gecheckt, so wann fühle ich mich wie, wann bin ich energetisch, wann bin ich eher so kämpferisch, kriegerisch, wann bin ich so sentimental. Und ich maximiere diese natürlichen Stimmungslagen durch verschiedene Techniken, die ich mir hin und wieder. Was sind das für Techniken? Angeeignet. Also einerseits Essen, dich mit Essen zu und dann, also es gibt verschiedene Arten. Zum Beispiel dusche ich morgens kalt, dann fahre ich Fahrrad und zwar richtig, dann bin ich so krass kämpferisch, fierce und focused. Dann trinke ich viel Tee und dann bin ich koffeingeladen.
Dann mache ich meinen Sprint, bin ich so crazy, power. Und manchmal bin ich so Rasiermesser scharf, total konzentriert und scharf. Ich höre zum Beispiel sehr laute Musik. Wenn ich jetzt deine Musik hören würde, anstelle der Musik, die ich sonst so höre, die so... Die bringt dich in eine andere Stimmung. Ja, weißt du, so... Was hörst du denn für Musik? Naja, so Filmmusik, so ich sag jetzt mal sowas wie Transformers Soundtrack oder sowas wie ein Terminator Soundtrack. Okay. Ist was anderes, wie wenn ich jetzt Beatrice Egli hören würde. Ja, das stimmt. Da bin ich anders drauf. Das ist auch cool. Das stimmt. Aber das ist dann eher so abends, so wenn ich so sozial sein möchte. Mhm. Ähnlich gibt es ja auch verschiedene Menschen, mit denen man abhängt. Mit einem rede ich über Chillen und Basketball oder sowas und mit den anderen über, okay, was ist die korrekte Investitionsmöglichkeit, wenn man monatlich das und das machen kann und was empfehlen sie mir dazu? Was ist denn das Richtige jetzt? Und so gibt es eben verschiedene Arten von Dingen, die dich stimulieren. Und warum macht man das? Naja, einer der Gründe, warum ich das mache, ist, weil das Feeling von Signifikanz einfach geil ist, wenn du selbst relevant bist. Das macht einfach Spaß. Manche gucken sich deine Show an und sehen, oh cool. Manche wollen das nicht über sich selbst erleben. Ja, und ich möchte das über sich selbst erleben. Und ich merke aber, was krass bei dir ist, wir haben gerade ein Auto zerlegt und du wolltest aber eine Message an die Jugendlichen auch damit weitergeben. Das heißt eben, hey, jeder von uns hat eigentlich überflüssige Energie. Oh ja. In jedem von uns stecken eben, wie du sagst, alle Extremen auf. Oh ja. Also auch in mir. Ich kenne Wut, ich kenne... Die wütende Beatrice. Die gibt's auch, klar. Also wäre ja komisch, weil wenn du was liebst, dann hast du es auch. Also nur was du liebst, kannst du hassen. Mhm. Es ist immer das Opposite vom anderen, das gibt es ja immer auch. Und du hast gerade vorher gesagt, dir ist es wichtig, eine Message mitzugeben, weil alle von uns eben haben diese Energien und eben nicht ein Auto zerschlagen, sondern rausgehen, Sport machen. Du eben hast gesagt, mach Sprints, Extreme. Du hast eine gewisse Tanzart. Denkt auch dran, dass auch der Sigmund Freud sagte, unausgedrückte Emotionen sind nicht weg. Ja. Die sind in ihnen drin und kommen zu einem späteren Zeitpunkt noch extremer heraus. Und kennst du das selber bei dir, dass du das manchmal nicht kontrollieren kannst? Oder schaffst du es eben durch deine Extremen mit dir selber befassen, so dass du genau diese Extremen gar nicht mehr so kennst, weil du sie selber schon herausforderst, dass du sie immer kontrolliert hast? Ist es das der Grund, warum du das nämlich alles machst? Also Es gibt so viele coole Dinge, die ich sagen möchte. Zum einen habe ich festgestellt, dass eins meiner ersten Videos sehr viral gegangen ist. Welches nachdem war ich es? Es ist ein Parfüm-Review. Okay. Und da hatte ich vorhin ein sehr intensives Gespräch mit einem Bekannten von mir. Und mein Gesicht war so energiegeladen. So, und ich dachte so, krass, wie geil ich aussehe. Dann, denkst du das nicht jeden Morgen, wenn du in den Spiegel schaust? Und dann ein andermal hatte ich gesagt, warum ist dieses Video so erfolgreich? Ach so, weil ich da noch nichts gegessen habe. Lass mal überlegen, wie wir den Leuten helfen können, die das sehen. Es ist relevant, dass ihr etwas mit eurer Energie tut, die in euch drin ist. Und ähnlich, wenn ein Hund zum Beispiel, ein Kumpel von mir hat zwei Schäferhunde, und wenn die nur in der Bude hocken, was manchmal der Fall ist, weil er auch so ein Businessman-Typ ist, dann merkst du, der eine knurrt den anderen voll an und die rattern langsam, also die werden langsam aggressiv. Die müssen auch raus. Und so ist es auch mit uns. Aber manchmal hat man bei dir ja ein bisschen das Gefühl, du bist nicht ganz menschlich, du bist nicht von dieser Welt. Das finde ich geil. Ja, das ist auch geil. Aber wie kommt das, dass du so eine Extreme, dass du immer wieder in diese Extreme gehst? Wie gesagt, du isst manchmal 9 Tage nichts. Also mich will man nicht kennenlernen, wenn ich nicht esse, weil ich werde total aggressiv. Also für mich ist zum Beispiel, ich muss kein Auto zerschlagen, ich muss nur was essen, dann passiert es gar nicht, dass ich ein Auto zerschlagen muss. So. Und du gibst es aber richtig hart, du isst nicht. Du machst manchmal Hardcore-Sport. Wir reden hier von Stunden, ne? Ja. Also nicht hier mal eine Stunde rennen, sondern Hardcore. Also die Competition ist doch groß. Übermenschlich, was du tust. Die Competition ist groß. Und mir ist aufgefallen, ich kann ja nur so häufig sagen, dass Dior Sauvage ein geiler Duft ist und blöde Chanel eine der sexiesten Herrendüfte für Männer ist. Und ich bin ja Parfüm-Influencer. Ja. Und irgendwann musst du überlegen, wie kann ich interessanter werden. Und als TikTok kam, dann habe ich einfach so ein bisschen getanzt, weil ich tanzen konnte. Und dann ist mir aufgefallen, okay, das ist das Battle um die Aufmerksamkeit. Und
Aber warum holst du dir diese wahnsinnige Aufmerksamkeit immer? Klar, es ist dein Job, Influencer zu sein, aber kompromittierst du nicht irgendwas, was dir fehlt, dass du diese Aufmerksamkeit ständig von außen suchst? Also ich überleg mal, was ist denn die Alternative zu dem, was ich tue? Die Alternative zu dem, was ich tue, wäre beispielsweise folgende. Ich muss nie wieder in meinem Leben arbeiten. Musst du, glaube ich, auch nicht, oder? Das ist ja, ja muss ich nicht. So, ich sitze rum und gucke mir irgendeinen Fernsehsender an oder gucke mir YouTube-Videos an und esse Essen umsonst, weil ich eh auch Essen umsonst kriege. So, und jetzt, was mache ich morgen? Dasselbe. So, das ist zum Beispiel eine Alternative. Eine andere Alternative wäre, okay, irgendein Job, arbeite ich im Marketing von irgendeiner Parfümfirma. Gut, eine andere, die, was ich jetzt mache, ist, ich expresse mich, was richtig geil ist. Ich habe keinerlei Arbeitgeber oder so. Ich bin selber der Wert, weil dadurch, dass ich der Wert bin und nicht dieser Handschuh, muss ich selber immer geiler werden. Das ist also auch ein Doppel-Win-Win-Win. Und da mal, oder eine Doppelbelastung. Da, Moment. Das Interessante ist, das haben Neuropsychologen herausgefunden. Das sind so Leute, die sich mit der Gehirn beschäftigen. Wenn sie sich freiwillig einer Challenge stellen, dann aktiviert das in ihrem Gehirn so Spiel und Spaß. Mhm. Anstelle, wenn ich dich in die kalte Dusche schmeiße, ist das so... Aber wenn du freiwillig, und ich muss ja nicht mehr das Zeug machen, dadurch, dass ich nicht muss, ist das so für mich eher so Spiel und Spaß. Also du nimmst das Leben spielerisch, du nimmst es leicht, du liebst aber die Challenge und du bringst dich immer selber da rein, weil du das gerne machst. Das Thema, cool ist das ohne Skript und so, weil manche Leute müssen lesen, so. Nein. Gerade bei deren ersten Podcast. Das Einzige, was unter diesem Podcast steht, ist das Thema Neuanfang. Ich habe einen Song, der so heißt, Neuanfang. Krass, okay. Ich habe einen Neuanfang gewagt und eben nicht, weil man mich da reingeschubst hat, sondern weil ich gesagt habe, ich möchte das. Ich möchte nochmal, ich muss auch nicht. Ich habe immer das, was ich gemacht habe, habe ich immer aus Überzeugung gemacht und weil ich es liebe. Ich liebe meinen Job, ich liebe Musik und ich liebe Schlagermusik. Mhm. Und gleichzeitig ist es jetzt 10 Jahre her. Ich habe Deutschland sucht einen Superstar gewonnen, es ist 10 Alben, alles super. Und ich habe gemerkt, hey, ich möchte nochmal neu anfangen. Ich möchte nochmal komplett mein Team, obwohl das ein grandioses Team war und ich ganz viel denen zu verdanken habe, ich möchte einfach mit neuen Leuten nochmal arbeiten, die ganz neu auf mich drauf schauen und ich lasse alles zurück. Weil du nur eine Facette gezeigt hast, anstelle einer anderen, oder was? Nee, das glaube ich nicht. Ich bin immer ich geblieben. Ich zeige auch verschiedene Facetten. Und klar, wenn man nur 3 Minuten im Fernsehen hat, sieht man nur 3 Minuten. Aber wenn man auf mir auf eine Tour kommt, sieht man immer mehr. Aber das Ding ist, bei mir war so der Moment, wo du denkst, das kann es noch nicht gewesen sein. Und ich möchte mich selber challengen. Das heißt aber, ich habe alles Vertraute losgelassen. Und wenn Menschen, das ist ja wie ausziehen von zu Hause. Du weißt, es ist das richtig, dass du gehst, weil das ist der normale Prozess. Irgendwann muss man loslassen. Aber das Loslassen fällt mir zum Beispiel, ist mir schwer gefallen. Weil das sind ja auch Menschen, die loslassen. Du liebst. Menschen, die dir das mitgegeben haben. Aber du merkst, es ist Zeit jetzt für was Neues. Das Neue bedeutet aber auch, das Alte loszulassen. Und hast du bei dir jemals sowas gemacht, wo du wirklich gesagt hast, ich mache alles auf Null? Ich verlasse mein Umfeld, ich verlasse mein Vertrautes und ich verlasse auch den Erfolg. Weil in dem Moment, wenn was gut läuft und du das verlässt, verlässt du auch die Sicherheit, dass es weiterläuft. Weil du gehst erstmal in neue Ufer. Das ist ein bisschen wie beim Bungee-Jump oder so, der Moment, dass du springst. Das ist ein ganz krasser Moment. Kennst du das Gefühl? Ich hab verschiedene Sachen ausprobiert. Ich lese auch derzeit ein interessantes Buch, was über 100 Jahre alt ist, was Loslassen angeht. Mhm. Ich habe auch schon mal getestet, wie es ist, grundsätzlich alle Gedanken, die man hat, einfach mal rauszuhauen. So, ich bin ja so ein crazy Typ. Ich bin ja so crazy, Alter. Du bist einfach hemmungslos. Okay, habe ich mal ausprobiert, habe ich festgestellt, das ist nicht so klug. Einfach alles, so fast alles zu sagen, was in der Birne rumfliegt. Und dann habe ich eine sehr interessante Theorie, die ich auch jetzt verfolge, gemacht. Und zwar im Football, also nicht im Fußball, sondern im Football. Die ersten 5 Sekunden sind fast komplett geplant.
der rennt nach da, der rennt nach da, der rennt da und danach ist Freestyle. Mhm. Was ich euch jetzt nur als Tipp geben kann, weil ich will auch, dass ihr ein bisschen lernt und ich Leute gucken auch häufig, damit sie selber irgendwas, weil die interessieren sich für sich selber. Entweder, dass sie ist irgendwie auch richtig, so finde ich gar nichts falsch. Dass die lachen wegen uns oder dass sie irgendwas lernen wegen uns. Und was ich festgestellt habe, guck mal, die beim Football, die haben diese ersten 5 Sekunden sind geplant und dann Freestyle. Und so kannst du das auch machen. Du kannst sagen, okay, ich mache morgens meine Fitness-Routine, ich dusche kalt, ich mache meinen Sprint und dann halbe Stunde lang feuerfrei Kreativität freien Lauf lassen. So, dann machen wir was anderes. Wir machen von mir aus irgendwas, was du bewusst machst und dann Freiheit. Das hat folgenden Effekt. Wenn du beispielsweise mit deinem Bewusstsein etwas tust, was dich extrem stimuliert und dich positiv geil macht und dann sagst, so, ich hab's gemacht, jetzt lasse ich der Kreativität freien Lauf, was rauskommt, kommt raus, passieren häufig geile Dinge, weil das ist so ein Mix aus Bewusstsein und Unbewusstsein. Weil wenn du einfach nur so eine Mischung aus ja, mal gucken, was hab kommt. Habe ich festgestellt, ist nicht so klug. Mhm. Also wenn man so eine Mischung aus Rasiermesser scharf, wir haben ja auch so zwei Gehirnarten, wie wir denken. Zum einen dieses emotionale, hungrige Sex, Schlafen. Und das andere ist so dieses Börsenmakler. Wie sind die Aktienkurse mäßige? Und so ist das, ich lerne das aus so einem 100 Jahre alten Buch gerade. Das Bewusste ist so eine Art Gatekeeper, so der steht vor der Tür vom Unbewussten. Und wenn das Bewusste sagt, so, passt, Tür wird aufgemacht, raus mit dir. Und dann so, oh, jetzt, und dann entstehen so crazy Sachen. Und du musst nur entscheiden, wann gibst du deinem krassen Dir, was auch immer es gerade ist, Freifahrt. Weißt du, so. Und deswegen manche Leute, die sagen, bist du denn jetzt gerade du? Ja, bist du denn gerade du, wenn du voll hungrig bist oder gerade 10 Hamburger gefressen hast? Aber es oder ist doch beides das Gleiche. Eine Million ich. Euro gewonnen hast? Ja, ich bin doch ich dann. Deswegen. Nur manchmal ist man so eine Extremversion von dem und Extremversion von dem. Deswegen seid euch bewusst, dass man verschiedene Stimmungslagen hat. Ja. Und wir leben in einer Welt derzeit, die so auf Momentaufnahmen getaktet ist. Vor allem wir Influencer. Die sehen nur 30 Sekunden von mir. Und in 5 Stunden sitze ich irgendwo rum und gucke eine weiße Wand an. Ich weiß aber, dass das nicht so zieht. Und deswegen kriegt ihr von mir diese Extremmomente. Ich merke schon, du willst jetzt auch wieder was mitnehmen. Ich finde es ja toll, dass alle dabei sind. Aber was ich gerne möchte, ist, ich möchte Jeremy noch mehr kennenlernen. Du haust viele Phrasen raus, die wir alle kennen. Und ich glaube, wenn man sich mit eben Unterbewusstsein und Bewusstsein beschäftigt, aber irgendwoher, aus deinem ganz tiefen Innern, kommt ja all das, was du machst, was du sehr für die Außenwelt auch tust. Weil du sagst, du schaust 30 Sekunden in die Kamera für dein TikTok, aber du hast nachher vielleicht eine Stunde und guckst eine weiße Wand an. Genau. Beschreibt diese weiße Wand vielleicht auch diese Leere manchmal in dir? Die weiße Wand nutze ich strategisch, um meine Dopaminrezeptoren zu regenerieren. Weil ich mich tagsüber beruflich so geil fühle. Ich bin ein beruflich mich in geile Stimmung bringender Mensch. Was du immer selber tust, das muss man auch mal sagen. Ohne Drogen. Genau. Und dann muss dein Gehirn sich regenerieren von dieser Geilheit. Das ist so, wie wenn sie den ganzen Tag gefeiert haben. Am nächsten Tag muss man sich regenerieren. Beispielsweise auch, wenn man fastet, könnt ihr googeln, Benefits of Fasting in Ramadan. So, wenn du jetzt zum Beispiel fastest und dann erstmal den ganzen Tag nichts isst, am nächsten Tag, du bist erstmal so. Ja, und genau. Am nächsten Tag, wenn du dann wieder was isst, dann bist du wie am Feuern. Das Gegenteil wäre folgendes, du frisst und säufst und guckst dir einen Film an und hast zwischendurch läuft noch irgendwie ein Porno oder so. Voll überstimmend. Am nächsten Tag sollst du, ach, jetzt soll ich YouTube-Videos drehen, kein Bock. Das heißt, wenn wir jetzt von dieser weißen Wand reden, das ist eine Version, die ich nutze, um mich zur Ruhe kommen zu lassen. Ja, deswegen, das ist ja nichts Schlechtes. Zu regenerieren im Sinne von diesen Rezeptoren und so. Und ultimativ, um jetzt mal ganz klipp und klar zu reden,
es ist, man tust du was, das nicht. Ich tue das nicht für mich, nicht für meine Mutti, sondern ich tue das für Gott. Punkt. Ich bin katholisch, meine Eltern haben mich so erzogen. Seit ich denken kann, bete ich jeden Morgen, jeden Abend. Seit ich denken kann. Und wenn ich manchmal Fragen habe, ob das, was ich gerade sage, wirklich relevant ist, ja, dann packe ich mein Kreuz an. Und dann weiß ich, was ich gerade sage, ist richtig. Mhm. Oder wenn ein Typ von mir gerade Kohle will und der kurz vorm davor ist, in den Arsch zu gehen oder ins Gefängnis zu kommen, wenn er keine Kohle kriegt, warum auch immer, beispielsweise, ja, wäre das eine Option, und ich das Kreuz frage, du gibst ihm keine Kohle, dann weiß ich, dass das, was ich tue, richtig ist. Mhm. Also warum tue ich das? Weißt du, ich habe schon diese, ich habe diese Berge des Krassen schon erlebt. Für mich habe ich eine so große finanzielle Ladung an Geld auf einmal bekommen. Ich habe so eine krasse Ladung an Aufmerksamkeit bekommen, mhm, in New York City, wo ich in der Alice Tooley Hall in front of so Leuten wie Leonard Lauder, dem Milliardär von Estee Lauder, mhm, dem die Firma gehört, vom Publikum, weil ich so eine Art Oscar der Duftindustrie gewonnen habe, so krasser Witz nicht. Das war wie so eine Luftmondlandung, ja, der Leute, und die kamen dann aus dem Mond zurück und manche sind Alkoholiker geworden, weil es nicht, ja, weil sie sagen, und was soll ich jetzt hier nochmal? Und ich habe so krasse Dinge schon erlebt und dann ist es für mich einfach so, was soll ich denn jetzt machen? Das ist aber so, wie wenn sie sagen, das Ziel ist es, Liebe zu haben. Okay, wir haben jetzt Liebe erreicht, du was machst jetzt? Ja weiter Liebe, ja, du liefst ja weiter. Das hört ja nie auf. Oder es fängt immer wieder neu an. Weißt du, ich liebe es so, also ich heiße ja normal Daniel Schredzinski geboren, polnische Eltern, dann Daniel Schütz, dann habe ich Jeremy Williams, Boyband und so ein Zeugs. Und jetzt habe ich einfach Spaß dran, Jeremy Fragrance, die Nummer 1 Parfüm-Ikone. Jeremy Fragrance, die Nummer 1 Parfüm-Ikone. Ich finde das cool, ich finde das, mhm, lustig. So, und wenn ich tot bin, finde ich es interessant, wenn die Leute an meinem Grab so Parfüms hinbringen. Und ich weiß, wie es ist, weil ich ein krasser Verkäufer bin, auch so grenzwertig zu sein. Mhm. Und er sagt, uch, du Scheiße. Zum Beispiel, gestern war ich in der Lounge in Italien noch und, ach, weißt du was, ich nehme mir vom Frühstücksbuffet, nehme ich mir Kochschinken mit, kann ich später essen und fertig. Kein Problem. Aber mittlerweile achte ich immer mehr so auf mein Feeling, so, was brauchst du gerade? Kann ich das vertreten, ethisch, technisch? Und gestern zum Beispiel war ich in der Lounge, weil ich ja hier gerade bei Freunden in Berlin bin, wollte ich mir so 2 San Pellegrino Flaschen mitnehmen, so kann ich morgens saufen, wenn ich aufstehe. Tue ich das in meinen Rucksack rein. Ich so, irgendwie finde ich das scheiße. Habe ich die wieder rausgenommen. Weißt du, so, weil da kommst du nicht raus. Also, mhm, wenn du eine gewisse Grenze, und das war jetzt Kindergarten, ja, aber klar, manche Leute überschreiten die rote Grenze und dann sind sie in der Hölle, nicht nur später, sondern auch jetzt schon. Und das ist dann eine ziemlich ernste Sache und da gibt es dann auch kein Zurück mehr. Und so sollte man sich eben selber triggern oder auch merken, was die rote Grenze ist und dass man da nicht zu nah an diese Grenze geht. Und doch gehst du, für dich persönlich gehst du immer wieder an die Grenzen. Aber dann nur für dich persönlich. Du ziehst niemand mit rein oder was ethisch nicht korrekt wäre, würdest du nicht machen, ne? Das, was du jetzt meinst, ist dieses mit dem Essen oder was? Ja, ja, das ist ja eine andere Art von Grenze. Das meine ich, weil meine das, so, die magst du ja, die Grenze, ja, zu, ja, gehen. Ja, klar. An deine persönlichen Grenzen. Kennst du den Moment, wo du sagst, das ist zu viel? Es gab eine Zeit, wo ich... Lass mich mal überlegen. Das hat was mit meiner Fahrradfahrt gemacht. Ich habe ja auch einen Ferrari. Ich habe ja einen roten Ferrari. Okay. Und trotzdem fahre ich morgens mit dem Fahrrad. Und eine Zeit lang war es arschkalt morgens. Und wenn du dann lange Zeit mit dem Fahrrad von deinem Ort, wo du wohnst, zu dem Büro, wo du arbeitest, Fahrrad fährst, weil das einfach normal ist und das dann auch, nachdem du arschkalt geduscht hast und du oben ohne fährst, das ist so normal. Und irgendwann habe ich gehört, Warum zitter ich so? Warum sind so, also du, da ist es mir nicht bewusst. Also, aber dein Körper hat gesagt, stopp. Also Hungern war für mich so einfach so, okay, aber extreme Kälte ist für mich ist schon krass. Also extreme, mhm, Kälte, die ich erlebt habe,
war schon krass, ja. Aber wie schön ist es denn dann, ins Warme zu kommen? Ja. Also ich liebe es ja. Man schätzt wieder das Gegenteil. Man schätzt wieder, wenn man die Wärme kriegt und man schätzt, wenn es einem wieder auch gut geht. Kennst du es aber auch mental, dass du sagst, da kam ich definitiv an eine Grenze? Ja, beispielsweise, aber auch hier wieder wunderschön. Wenn ich zum Beispiel, ich bin ja auch unternehmerisch tätig und so, wenn ich da vor mir diese E-Mails habe und dann in meiner logischen Denkweise bin, ich so, denke ich mir langsam so, aber immer noch so logisch. Aber schon da freue ich mich langsam und gleich ist Feuer frei, gleich E-Mails weg und gleich hampel ich wieder rum. Weil auch hier wieder, wunderschön, ich trenne das Work Hard, Play Hard sehr gut, weil dann ist das kein Mischmasch. Dann sage ich, okay, Moment, ich muss mich gerade fokussieren, es wird fokussiert. So, letzte E-Mail und tschüss. Was ganz krasses ist, ich visualisiere auch viel. Ich war ja bei so einer Show und so, da hast du kein Handy und so ein Zeug. Dann hatte ich an ein Mädchen gedacht, das ist jetzt relativ interessant, was ich sage. Es ist interessant, weil die Frau an deiner Seite ist wichtig, im Sinne von, wie die dich balanciert. Dann war ich mit einem Mädchen, was eine Beziehung besteht hauptsächlich aus diesen drei Teilen, wenn sie intensiv gelebt wird. Liebe, Sex, Romanze. Liebe ist dieses abends und ich sehe sie und ich kuschel mit ihr und abends küssen oder so. Sex, verstehen wir. Romanze ist dann, ich bin weg, ich bin in Mailand und sie ist in Miami und ich schreibe und man so dieses Hin und Her. So. Und wenn das gut balanced ist, ist interessant. Wenn es einem im Overdose ist, ist so. Mhm. So, dann hatte ich eine, das war so geil balanced. Ich war so geil balanced und smooth und alles. Aber die Erinnerungen an sie verblassen immer mehr. Verblassten immer mehr. Und ich sage so, ich komme nicht mehr, weil ich visualisiere. Und damit ich auch da ein bisschen. Ich konnte mich nicht mehr irgendwie so reinkriegen in diese Stimmung, mit der ich war, mit diesem Mädchen. Ich überlege gerade mal an diese andere, wo ich in Florida war mit der. Mhm. Und das war so sehr dominant auf so dieser sexuellen Ebene. Auch auf den anderen, aber weitaus die Mann. Und auf einmal habe ich festgestellt, fuck, meine Stimme ist auf einmal so sexy tief. Mhm. Ich sehe viel geiler aus irgendwie. Ich sehe so smooth aus. Aber ich bin so dumm im Kopf. Ich konnte keine E-Mails schreiben. Ich war so crazy dumm war ich einfach. Also das sind so viele relevante Dinge, die relevant sind. Also investiert in euch selber. Dieses Gut wird nicht, da kannst du nicht fehlinvestieren, wenn man in sich selbst investiert. Das stimmt. Guck mal, du bist ja auch der Wert. Das stimmt. Du hast ja nicht eine Haarcreme rausgebracht. Aber ich bin jetzt zum Beispiel der Überzeugung, dass genau diese Balance, die du mit einem Mädel in Verbindung bringst, dir keiner nehmen und geben kann, nur du selbst. Das sehe ich. Weil wenn du dich abhängig machst von einem Außen, dass du balanciert bist, dann bist du immer im Außen am Suchen von dieser Balance. Aber Moment. Weil wenn dich jemand das anders hieße, in Balance bringen muss. Na gut, aber du willst mir ja nicht sagen, dass du ohne Frau, dass Frauen nicht existieren müssen. Nein, Männer, das nicht. Nur Männer, es ist wunderschön. Sollen. Es macht vielleicht etwas noch schöner. Aber es darf ja nicht deine Balance, die du selber erstmal haben musst, muss erst da sein, bevor jemand von außen dir das geben muss. Also weißt du, du sagst halt, feminin und maskulin, dass das sich schön harmoniert, das genau. Meine ich doch nur. Und okay, dass du von mir aus wie eine Pflanze bist, die von Natur aus die Nährstoffe von hat. Natur aus high ist. Ja, aber du weißt doch, dass es doch relevant ist, dass man. Also ich glaube auch, dass es auch wichtig ist, nicht nur in der Beziehung, sondern ich denke, die Außenwelt ist wichtig. Also nicht nur eine Person, sondern was ist dein ganzes Umfeld? Hey, ich magnetisiere Leute aufgrund dessen, weil ich mich selber so geil finde. Also ich bin einer der Letzten, wo du sagen musst, sei happy mit dir selbst. Ich ziehe ja Leute deswegen, an, weil ich mich so geil finde. Du hast diese Basis schon mal. Aber weißt du, was das Krasse ist, was ich bei dir krass finde? Von außen denkt man erstmal, boah, der ist so selbstverliebt. Aber eigentlich müssten wir das alle sein. Das meine ich voll im Positiven. Aber deswegen sehe ich auch geile Sachen in dir, weil ich mich selber geil finde. Ja. Ich fokussiere mich auf geiles Zeug. Aber und so sehe ich auch geile Sachen. Das finde ich nämlich etwas, was,
was so gerne, Selbstliebe wird dir so ein bisschen immer so, entweder ist es nur esoterisch oder nur so, boah, der ist voll Selbstliebe und konzentriert sich nur auf sich. Aber wenn sich jeder auf sich erstmal konzentriert, wäre doch jeder auch wieder bereit, sich mit dem Außen zu befassen und auch bereit für das Außen. Ja. Und ich glaube, das gelingt, das ist für dich ganz selbstverständlich, weil du hast dann ich glaube, von 100 Menschen gehörst du vielleicht zu 2, die das schon mal in sich tragen. Du bist erstmal komplett mit dem rein, du findest dich total geil. Und wenn nicht, tust du das für dich das Richtige, dass du dahin kommst. Du hast deine Wege dahin. Dass ihr wisst, eine der Dinge, der uns glücklich macht, ist, du hast eine gewisse Idealvorstellung, wie du dich zu verhalten hast, was du zu essen hast oder wie du ethisch mit anderen Menschen umzugehen hast. Und wann immer du Verhaltensweisen in diese Richtung machst, dann fühlst du dich selber gut. Und wenn du das nicht machst, dann fühlt sich nicht so gut. Und ja. Da auch für sich selber einstehen und sagen, nee, das ist nicht meine Art, das ist nicht meine Denke und nicht mein Verhalten. Und ich glaube, das machst du extrem, was für einige auch egoistisch wirken könnte. Aber eigentlich bist du nur jemand, der genau weiß, was er will, aber du machst dir darüber auch Gedanken. Und deswegen voll das weiße Blatt war positiv gemeint. Du machst jeden Tag die Welt wieder klar und entscheidest, wie soll das weiße Blatt heute werden. Und du nimmst dir diese Zeit. Da gebe ich auch euch einen Tipp. Lass mal gucken, wie wir denen helfen können. Das heißt jetzt aber nicht, dass ihr nicht mehr duschen müsst und nicht gesund essen müsst, so nach dem Motto, ich liebe mich selbst. Ja, das stimmt. Was würdest du den Leuten als Tipp geben, was du gelernt hast so in den letzten 10 Jahren? Ich glaube, jeder von uns ist ein High-Performer, weil schau, ist es die Mama, ist es der Papa, ist es der Postbote. Jeder von uns steht morgens auf und hat sein Pensum. Und jeder, glaube ich, geht immer an sein Limit. Und jeder Tag fängt er wieder bei Null an, weil du willst heute besser sein als gestern. Toll. Und ich glaube, das ist das, was du sagst. Meine Mutter muss nicht Influencerin sein. Nein. Die liebt es, ihre Idealvorstellung ist, eine tolle Mutter zu sein. Und dann hast du auch, glaube ich, irgendwie sowas gesagt, Day one, it's always day one. Ja. Es fängt immer von vorne an. Du fängst jeden Tag neu an. Auch nicht und über Nacht zum Star, sondern jetzt, dass ich mit dir mache, ist ein Erfolg. Wenn ich gleich gesund esse, ist ein Erfolg. Das ist nicht so, dass man dann auf einmal über Nacht zum Erfolg war. Jeder, die ganze Zeit ist Erfolg. Ich habe mal gelernt, was ich für mich mitgenommen habe. Es gibt Sieger und Gewinner. Sieger kann nur einer sein. Gewinner kannst du jeden Tag sein, indem du besser bist als gestern und nur gemessen an dir selber. Ja. Und ich glaube, das finde ich bei dir sehr beeindruckend, weil du misst dich eigentlich immer mit dir selbst. Ja. Und das ist der beste Gradmesser, den es gibt, weil der vergleicht sie mit anderen. Du wirst nie gleich werden wie der andere und das ist auch nicht das Ziel. Und so crazy man dich von außen erstmal finden kann, du hast ganz klar deinen Weg und du hast eine klare Vision und du machst dein Ding. Und ich finde es total spannend, dass wir uns getroffen haben, ohne dass ich wusste, dass ich dich heute treffen werde. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Weil du hast eine ganz klare Botschaft und das ist nämlich für sich selber einzustehen und dann selber an seine Grenzen zu kommen und immer wieder neu anzufangen. Und ich finde es richtig beeindruckend, wie du dein Ding machst und somit auch Menschen beeindruckst und vielleicht auch ein bisschen verrückt machst, weil du selber verrückt bist. Und das finde ich wirklich was ganz, ganz Schönes, dass du so offen dich gezeigt hast. Die Kohle, die ich einnehme, kann ich nicht mehr ausgeben. Die eine goldene Rolex reicht mir. Der eine rote Ferrari reicht mir. Ich habe mit dem Geld, was ich derzeit habe, was extrem viel ist für die meisten Menschen auf diesem Planeten, aber ich bin kein 800-facher Millionär, mehr Freiheit als die meisten Milliardäre, würde ich jetzt einfach mal spontan sagen, weil ich habe ja jetzt noch nicht mal Kinder, aber das will ich jetzt nicht reinbringen, dass man, wenn man Kinder hat, keine Freiheit hat. Aber ich möchte nur sagen, okay, ihr könnt auf dem Weg dahin, weil ich will auch nicht heuchlerisch sein, dass ich keinen Bock auf die goldene Rolex oder den roten Ferrari oder geiles Essen habe. Aber ich weiß auch, wann ich die Schnauze voll habe. Und ich kann euch nur raten, auf dem Weg nach oben, guckt, dass ihr frei bleibt, so vertragstechnisch und so. Und dass ihr auch die Schnauze voll kriegt von materiellen Dingen. Yeah. Weil manchmal kriegt man sie nicht voll und dann bist du drin, Alter. Von daher. Aber dein Erfolg begann doch mit der Freiheit. Du hast dir die Freiheit genommen, so zu sein, wie du bist. Ja, und hast daraus Neuanfang, ja. Hast daraus das erwirtschaftet. Ich bin die goldene Rolex, sage ich mir mittlerweile. Aber das ist doch der Wert, den du dir bewusst bist. Und dessen Wert
muss jeder am Anfang erstmal haben. Der Wert von sich selbst. Kein Außen kann dir diesen Wert geben. Und ja, kein Außen, eine Rolex an der Hand bedeutet nicht, dass du kostbarer bist. Du bist kostbar, wenn du dir selber wert bist. Und nicht, weil du eine Uhr trägst, weil du... Und das, glaube ich, das hast du, ohne dass dir das manchmal bewusst war, von Anfang in dir getragen. Dass du erst der Wert bist und du hast aus deinem Wert, dessen du bist, wirtschaftliches, einige nennen das Erfolg, ich nenne das nicht Erfolg. Erfolg war vorher da. Du wusstest, wer du bist, was du willst und hast daraus vielleicht eine finanzielle Freiheit geschaffen. Aber du hast die Freiheit, auf deren das alles verdient hat, hast du erst selber dir gehabt. Bei dir. I love it. Vielen Dank. Auch an das nette Team. Wir sind hier ganz viele Menschen. Also ja, ich weiß nicht, ob ihr das zumindest einmal mein Handy schwenken könnt. Ja. Und das mal zeigen könnt, was so hinter den Kulissen abgeht. Ihr denkt, wir sind hier so auf so einer Müllhalde oder so, aber schaut mal, was für Profis das sind. Guckt euch das mal an. Das ist hier also, was wir hier euch abliefern, Leute. Oder? Wir halten alles fest per Ton und Video und dafür braucht es diese Menschen, damit wir ganz viele Menschen erreichen. Weil sonst hätten nur wir zwei das Gespräch gehabt, was wir gefühlt hatten, aber wir konnten ganz viel mitgeben in die Welt hoffentlich. Jeden Morgen sage ich vielen Dank, lieber Gott, dass du mir die Kraft gibst, immer die Wahrheit zu sagen. Wenn ich unbewusst manchmal lüge oder nicht die Wahrheit sage, dann ist das so. Aber bewusst darf ich nur die Wahrheit sagen. Und ich sage dir hiermit, du hast meinen Tag heute bereichert. Du meinen auch. Vielen herzlichen Punkt. Dank. Danke dir. Dankeschön. Vielen Dankeschön. Dank dir. Danke, Dankeschön. Leute. Bis dann. Igli Extrem. Und wie extrem alles ist und vielleicht habt ihr das eine oder andere verpasst und das solltet ihr nicht verpassen, dann abonniert jetzt meinen YouTube-Kanal und den von Mein Herz schlägt Schlager. Immer auf dem Neuesten, was bei mir Extremes abgeht. Viel Spaß euch, eure Beatrice.